So Leute, heute haben wir ein Fertiggericht von Rewe, beste Wahl. Putenbrust geschnetzeltes mit Nudeln und Champignonsauce. Ich hatte auch vor ein paar Monaten, besser gesagt, noch so Fertiggerichte, die waren halt nix. Könnt ihr mal da oben vielleicht angucken. Einmal von Aldi und... oder... beide von Aldi. Naja, die waren halt nichts. Und ja, der hier, den gab es bei Rewe, 2,99. Natürlich machen wir es in der Mikrowelle, 4 Minuten. Ja, 400 Gramm. Jetzt mit Putenbruststreifen. Und hier sind nochmal die Zutaten, falls man die lesen kann. Nudeln. Putenfleisch gewürzt, 18%. Putenbrustfleisch, Speisesalz, Stärke und so weiter. Sahne, Champignons, 13%. Was gibt es hier noch? Ja, Rapsöl, Senf, die Stärken natürlich, Zwiebel. Okay, das kommt jetzt in die Mikrowelle. Wir sehen uns in 4 Minuten. Mal schauen. Ah, ich zeige es euch mal auch so. Unspektakulär. Muss ich da irgendwas... Mikrowelle. Folie mehrfach einstechen und die Schale. Okay. Gut. So Leute, dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Nach 3,5 Minuten ungefähr, weil... ich habe gesehen, das hat angefangen so ein bisschen zu kochen und so. Vielleicht war meine Mikrowelle ein bisschen zu stark, oder? Ich weiß nicht. So. Ich habe noch meinen Teller hier. Vielleicht tun wir es dann im Teller rein. Schauen wir mal. So. Dann. Oh. Das geht ja leicht. Hier. Tun wir die Nudeln erstmal hier rein. Sehr warm, wie ihr sehen könnt. So. Dann, was haben wir hier? Tun wir hier die Brühe mal hier rein. Ja, so fest ist die Soße nicht, aber okay, schauen wir mal. Schön rein mit der Brühe. Donald Duck. So auf dem ersten Geschmack jetzt irgendwie nicht gesalzen. Okay. Gabel. Und dann probieren wir mal erstmal hier das Putenfleisch. Irgendwie so ein komischer Nachgeschmack und irgendwie schon wieder und so ungewürzt kommt es mir vor, obwohl hier 100.000 Gewürze drin sind, wie beim letzten. Ja. Nee, da ist so ein komischer Pappgeschmack oder sowas. Irgendwie, ja, das sind die Champignons. Ja, die Zwiebeln merkt man auch. Nudeln. Probieren wir mal ein paar Nudeln hier. So. Naja, Leute. Ich weiß nicht. Klar, man erwartet jetzt nichts Hochwertiges, aber irgendwie kommt so ein komischer Nachgeschmack hier rein. Ah, das ist auch in Plastik verpackt und Plastik wird aufgewärmt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so gesund ist, aber ich glaube für 3 Euro könnte es schon besser sein. Naja.
Es geht, es geht. Aber ja, gut ist es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das wieder kaufen würde. Nee. Ich habe halt Hunger und deswegen esse ich es jetzt. Also mir fehlt Salz. Auf jeden Fall. Gewürze. Wie gesagt. Also scheint irgendwie ungewürzt zu sein. Das Fleisch oder Fleischmasse, ich weiß nicht, hat so einen komischen Nachgeschmack. Die Nudeln haben gute Konsistenz, okay, geht. Aber würde ich jetzt nicht empfehlen für 2,99. Nee. Da gab es auch so Schubeck-Gerichte. Die will ich mal probieren. Die sind auch ja, 4,29 oder so. Nicht gerade billig. Ich weiß nicht, ob die schmecken oder nicht. Das hier würde ich euch jetzt nicht so empfehlen. Naja. Gut. Danke fürs Zusehen. Ein Abo dalassen. Danke für die Unterstützung. Und ich esse es jetzt weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.